Marvel hat nochmal seit langem was super, super Richtiges gemacht. Und zwar eine Serie rausgebracht, von der wir die Fortsetzung nahezu drauf gewartet haben und die Fingernägel wund gekaut haben. Und sie ist schon mittlerweile ein bisschen länger draußen und tatsächlich auch schon zu Ende. Und zwar handelt es sich um Loki Staffel 2. Natürlich habe ich diese Serie auch gesehen und mir auch meine eigene Meinung dazu gebildet. Kam nicht zu jeder Folge ein extra Video, das hättet ihr ja gemerkt. Ich dachte mir, ich gucke die Serie und mache einen endgültiges Review. Ich will mich nicht so von den einzelnen Folgen runterziehen lassen oder hypen lassen, wenn am Ende die Serie nicht gut gewesen wäre. So, und jetzt sitze ich hier ein paar Tage, nachdem die letzte Folge ausgestrahlt wurde und habe mich dazu entschlossen, ein Video dazu zu machen. Und darum geht es heute. Heute befasse ich mich mal mit meiner allgemeinen Meinung zu der Loki-Serie, zur Staffel 2, zum Staffelfinale und überhaupt, was da alles passiert ist. Und geigt dazu noch ein bisschen meine Meinung. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, dieses Video hier zu sehen. Und damit heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Loki Staffel 1 war schon wirklich geil und hat uns eine Seite dieses Charakters gezeigt, die man nicht so unbedingt kannte. Und vor allem auch viel angepriesen, was in Zukunft bei Marvel passieren könnte. Dann war die Serie zu Ende und wir haben gewartet. Gespannt gewartet. Wir wussten, mit Ant-Man and the Wasp 2 kommt ein neuer großer Bösewicht. Und das ist Kang gewesen. Oder wie er in der Loki-Serie heißt, seine Variante. Jener, der bleibt. The Ones Who Remains. Wie auch immer man ihn jetzt bezeichnen möchte. In Ant-Man and the Wasp wurden wir, finde ich persönlich, etwas enttäuscht mit diesem Kang. Und deswegen habe ich mich umso mehr auf Loki Staffel 2 gefreut. Denn auch hier wurde uns mehr oder weniger angeteasert, dass dieser Kang oder das Kang und seine Varianten ein essentieller Bestandteil der Serie werden und auch allgemein für die Zukunft des MCUs. So, und somit komme ich zu meinem ersten Punkt auf der Tagesordnung, und zwar würde ich jetzt einfach die Staffel im Allgemeinen mal bewerten. Ich bin ehrlich, die ersten 3-4 Folgen war ich ein bisschen verwirrt, würde ich es mal sagen. Ich finde, 2-3 kleine Punkte haben den Anfang der Serie super holprig gemacht. Und ich finde, das ist, oder ich, soweit ich das jetzt gesehen konnte, bin ich nicht, also ich bin ja relativ einer der wenigen mit dieser Meinung, glaube ich, weil eigentlich sind alle sehr zufrieden mit der Serie gewesen. Nur ich muss sagen, ein großer Bestandteil, den ich sehr, sehr scheiße fand, war die Beziehung zwischen Loki und Sylvie. Ja, denn ich muss sagen, Sylvie in Staffel 2 ging mir nur auf die Nerven. Ich weiß nicht, woran es lag. Ob es jetzt überhaupt die Beziehung zwischen den zwei, die hat irgendwie gar nicht funktioniert, finde ich. Die war in Staffel 1 wesentlich besser gemacht. Sie als eigenständiger Charakter war irgendwie komisch. Es hat sich nicht richtig angefühlt, finde ich. Also schauspielerisch top, keine Frage. Aber irgendwie hat die Chemie zwischen Loki und Sylvie in Staffel 2 ja so gut wie gar nicht stattgefunden. Vielleicht soll es auch nicht das Hauptaugenmerk gewesen sein, was auch super okay ist. Aber ich finde irgendwie, das, was die Staffel 1 so gut gemacht hat, war hier ein bisschen, naja, wurde hier ein bisschen runtergeschraubt. Meiner Meinung natürlich. An dem Punkt sei erwähnt, natürlich ist das hier alles nur meine Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, super fein damit. Könnt ihr gerne in die Kommentare hauen, eure Meinung dazu. Und wenn ich gerade schon dabei bin, Achtung, hier wird es zu Spoilern kommen. Nur für die, die nicht schon damit gerechnet haben. Ich finde, das Pacing in Staffel 2 war auch eher ein bisschen komisch. Irgendwie, man hat viel in einer Folge erlebt, aber es wurde ein unfassbar gemeiner Cliffhanger gemacht. Ja, Cliffhanger sind dafür. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dieses Pacing, es wäre sehr zäh. Wäre sehr, sehr zäh, zumindest der Anfang. Vor allem die ganze Sache mit Victor Timely. Zu dem Punkt, den ich eben angesprochen habe und auch dementsprechend Victor Timely, Kang, jener, der bleibt, Victor Timely. Ich muss an der Stelle direkt sagen, Jonathan Majors hat mal wieder eine unfassbar Hammer-Performance abgeliefert. Sowohl als Victor Timely, als jener, der bleibt und auch als jegliche andere Varianten, die man ihn da sehen konnte, ob es auch damals bei Ant-Man and the Wasp war. Dieser Typ hat so eine krasse Schauspieler, ein krasses schauspielerisches Talent, das ist der Hammer, wo er als jener, der bleibt, Victor Timely nachmacht. Ich habe Gänsehaut bekommen, das war perfekt, wirklich super. Also an diesen Schauspieler gehen die fettesten Grüße raus, so nach dem Motto, absolut begeistert diese Rolle. Auch wenn ich Victor Timely hier und da ein bisschen überspitzt nervig fand, hat er es super umgesetzt. Keine Frage, also schauspielerisch auch alle anderen. Schauspielerisch wieder mal Höchstperformance. Keine Frage. Nichtsdestotrotz fand ich halt die Kang, Victor Timely, jener der bleibt Sache, vor allem in den ersten 3, 4, 5 Folgen unfassbar zäh. Und ich habe gedacht, irgendwie in der ersten Folge oder in der zweiten Folge wird uns schon so gezeigt, hier, Kang, der ist der hier, der die TVA gegründet hat. Das ist mehr oder weniger der Böse. Und dann irgendwie fällt es dann wieder zurück und dann kommt Victor Timely und man denkt, oh mein Gott, und der ist dann auch einfach nur Mittel zum Zweck. Und es spielt sich den Ball immer so hin und her und das fand ich super schwierig, weil es einfach super zäh war. Genauso weird und zäh fand ich halt überhaupt diesen ganzen Ramslayer Miss Minutes Plot mit Victor Timely. Ja, okay, man hat verstanden, was da los ist irgendwie, aber ich habe das Gefühl, man hat versucht, Miss Minutes, die halt einfach nur ein Meme-Charakter geworden ist nach Staffel 1, mehr
Bildschirmzeit zu geben. Und das hätte nicht sein müssen. Ihre Story von wegen, sie würde gerne ein echter Mensch sein, so nach Motto, weiß ich nicht, ob das unbedingt so sein müsste. Und auch Ramslayer, sie hat auch so ein bisschen Geschichte bekommen, die man irgendwie nicht brauchte. Vor allem die drei mit also Timely, Ramslayer und Miss Minutes, das war so eine weirde Situation. Und das, ich weiß nicht, was ich, wo ich es einzuordnen hatte. Das war so wie so eine alleinstehende Folge. Das, um einmal quasi die gesamte Staffel so mal kurz Revue passieren zu lassen, was ich nicht so gut fand, was ein bisschen mir sauer aufgestoßen ist. Deswegen gehen wir jetzt mal weiter aufs, ich sag mal, detailliertere ein. Wie schon gerade eben erwähnt, schauspielerische Leistung. Jonathan Majors, Tom Hiddleston, alle Schauspieler, die da waren, einfach perfekt. Super wieder, du hast denen alle Rollen abgekauft. Tom Hiddleston als Loki, einfach wieder grandiose Performance, vor allem in der letzten Folge, aber das ist gleich ein extra Punkt. Überhaupt alles drumherum, es ist super gut gewesen, es ist super toll, alles echt. Schauspielerisch top, auch optisch top, technisch super, muss man einfach sagen. Was mir aber jetzt so im Nachhinein aufgefallen ist, beziehungsweise wo ich mir denke, okay, das hätte man anders machen können, wäre es nicht als Serie zu machen, vor allem nicht als zweistaffelige Serie. Ich bin der Meinung, Loki Staffel 1 und Staffel 2 wären eine grandiose Vorlage für einen Loki-Film gewesen. Hab ich jetzt tatsächlich noch keinen mitbekommen, der das ähnlich sieht, aber ich persönlich finde, es als Serie hat es nicht diese Wirkung, die es als Film gehabt hätte. Könnt ihr ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, weil als Film, finde ich, hätte man A, diese ganzen Cliffhanger, die einen dann doch irgendwo ein bisschen rausholen, nicht gehabt. Und es passt einfach. Es hätte super gut alles konzeptmäßig in den Film gebracht. Du hast mit Loki Staffel 1, die Hälfte Staffel 1, ist ihr eine ganz eigene Story, Hälfte, die zweite Hälfte Staffel 1 und so weiter. Das geht ja fort. Auch dann hätte das mit Victor Timely, Miss Minutes und. Hätte super gut Platz gefunden, was ich finde in der Serie halt zu schnell verarbeitet werden musste, weil es halt nur eine sechsteilige Serie ist. Ich denke, man kann schon nachvollziehen, was ich damit meine und vor allem, warum ich das so denke. Wie gesagt, habe jetzt noch nicht viele Leute gehört, die das ähnlich gesehen haben. Ich persönlich finde nur, es hätte als Film wäre es, weiß ich nicht, vielleicht noch einen minimalen Ticken krasser und geiler gewesen. So, jetzt gehen wir aber mal ein bisschen mehr ins Eingemachte. Grundlegend muss ich sagen, bis zu Folge 4, sagen wir mal vielleicht auch Folge 5, war die Serie für mich eine, 5 von 10, vielleicht eine 6 von 10. Aber das Finale hat für mich alles rausgeholt und alles gerettet. Holy shit, das war das Spannendste, das Gänsehauterregendste, das Epischste, was wir seit langem im MCU bekommen haben. Weswegen ich es umso ärgerlicher finde, dass wir es nicht in einem Film gesehen haben, sondern nur in einer Serie. Aber zerpflücken wir mal kurz diese letzte Folge ein bisschen. Wir haben den Großteil dieser letzten Folge, den ich nenne es einfach mal untäglich grüßt der Loki-Arc. Loki durchlebt verschiedene Sachen immer wieder, versucht immer wieder aufs Neue die Sachen zu retten, verbringt mehrere Jahrhunderte, um in Physik, Mathematik, Chemie, was weiß ich, ausgebildet zu werden, um selbst das Problem zu lösen. Und ich will gar nicht wissen, es ist ähnlich wie bei Untäglich grüßt das Murmeltier. Ein genialer Film, nebenbei einfach nur kurz erwähnt. Es ist ähnlich wie da, wir wissen gar nicht, wie lang war Loki jetzt wirklich in dieser dauerhaften Zeitschleife. Ich fand es einfach super gelöst, dass wir quasi mit Loki zum Teil halt erleben, dass es keine wirklich richtige oder einzige Antwort auf das Problem gibt, dass dieses Problem, nicht zu verhindern ist, beziehungsweise halt, einfach nicht verhindert werden soll, wie wir ja nachher auch erfahren. Plus der Aspekt, dass Loki dann auf verschiedene Punkte abklappert, wo seine Freunde sind, wo er mit Mobius und auch mit Sylvie redet und denen das Problem mehr oder weniger schildert. Mehr oder weniger Sylvies Gnade oder zumindest Einverständnis möchte und auch von Mobius einfach nur hören möchte, was er sowieso schon einfach wusste, was es zu tun. Aber bevor das große, große Finale kommt, haben wir noch die wohl plottigste Plot-Plot-Situation der Film- und Seriengeschichte. Und das ist einmal der, jener, der bleibt, Plot und dann Lokis Plot. Plot. Denn diese eine Szene, wo Loki bei jenem, der bleibt, ist und Sylvie davon abhalten will und merkt, okay, ich muss Sylvie töten und dann auf jenen, der bleibt, zugeht und sagt, hier, warum unternimmst du nichts? Wehr dich doch, warum machst du einfach nichts? Er die Zeit anhält, also zumindest Sylvies Zeit, und wir merken, holy shit, dieser Typ hat das alles geplant. Von vorne bis hinten. Die ersten paar Worte, die er in Loki Staffel 1 sagte, er hat den Weg geebnet, hier zu diesem Moment, stimmen mehr als nur, dass Sylvie und Loki jetzt da stehen. Es stimmt bis ins kleinste Detail. Er hat selbst die Zeitzerrungen, das Hin- und Herspringen in der Zeit von Loki mehr oder weniger vorausgesehen, hat diesen Zeitpunkt abgewartet. Wie er ja auch sagt, ja, hier, wie oft hatten wir das Gespräch und kannst du die Zeit noch nicht anhalten? Hin und her, all diese Sachen deuten darauf hin, dass er wusste, wie lang Loki in dieser Zeit gefangen ist oder sich in dieser Zeit bewegt und wie lang er versucht hat, es zu retten. Und damit kommt dann auch der badassigste Move von Loki selbst. Der bleibt, lässt die Zeit wieder laufen. Loki lässt sie anhalten, kurz nachdem jener, der bleibt, fragt, ob er das noch nicht könnte. Und Loki sagt einfach: Und was vermittelt dir den Eindruck,
dass das hier das erste Mal ist, dass wir diese Unterhaltung führen. In dem Moment sehen wir in dem Gesicht von jenem, der bleibt, den Glauben quasi rausfallen und er merkt, okay, wir waren öfter an diesem Punkt, als er vielleicht selber schon dachte. Und da, finde ich, ist ein besonderer Twist in diesem Charakter. Anfangs war er noch wie jener, der bleibt, der ein bisschen lustiger herumtollend ist, ein bisschen späßiger ist. Und auf einmal wird er ein bisschen ernster und merkt, okay, das ist der Loki, mit dem ich jetzt reden muss, weswegen ich hier die ganze Zeit warte. Und in diesem Gespräch, naja, finden wir heraus, es war alles umsonst. Im Prinzip war alles, was passiert ist, alles, was hätte passieren können, war schon geplant. Und es ist einfach nur, es ist Fakt, dass es zu diesem Punkt hier in dieser Geschichte kommen muss. Loki muss Sylvie aufhalten und es muss einfach diesen einen Zeitstrahl geben, ne? Zumindest halt laut jenem, der bleibt. Aber Loki möchte das Ganze natürlich nicht wahrhaben. Er ist ja auch nicht umsonst ein kranker Badass-Charakter. Und er bringt das ultimative Opfer. Er weiß, was er zu tun hat. Und er weiß auch mittlerweile, welcher Gott er sein muss. Und somit kommt es sowohl zu krankesten Superhelden-Transition, epischsten Moment in einer Marvel-Serie, einfach einer krassen Szene, die so viel Gewicht hat, dass es unfassbar heftig einfach nur ist, sich anzusehen. Loki weiß nun, was er zu tun hat und wie er das ganze Problem mit dem Webstuhl und aufhalten kann, sodass alle Zeitstränge leben können und existieren können. Er ist sich allen Gefahren bewusst und er ist sich auch bewusst, dass das Ziel, was er eigentlich hatte, was von Anfang an, von Staffel 1, der Grund ist, warum Loki so ist, wie er ist, er möchte gesehen werden, er möchte nicht alleine sein. Und dieses Opfer, seine Bürde, nimmt er jetzt auf sich und opfert sich und ist, naja, halt ab jetzt alleine. Denn dieser Moment, wo er in diese Zeitkammer, ich weiß, in den Webstuhlraum da reingeht, sich verändert von den Klamotten her, seine Robe bekommt, den Webstuhl kaputt macht und diese Zeitstränge auffängt und merkt, okay, krass, ich bin der hier wirklich für das Leben in allem sorgen kann, in diesen Zeitsträngen, war einfach nur episch. Der ganze Weg von Anfang bis Ende, wo er sich auf seinen Thron setzt, seinen leider Lonely Thron der Zeit, nenne ich ihn mal, war krass und hat Lokis Charakter, finde ich, unfassbar perfekt zu Ende erzählt. Und gleich komme ich noch darauf, was mit Loki weiter passieren könnte und was ich hoffe, was nicht passiert. In dem Moment, wo er sich da hinsetzt und diese Zeit, ich sag mal, Stränge halt in sich fusioniert, sage ich mal, der Moment, wo er zum Zentrum der Zeit wird, ist der Moment, wo Loki zum gefühlten Gott der Zeit wird. Und das ist einfach optisch so genial dargestellt und ich war so happy, als ich das gesehen habe, weil sie sich ein bisschen an der nordischen Mythologie in dem Fall bezichtigt haben, also die genommen haben. Und zwar sehen wir einen Baum. Einen Baum, der die Zeitstränge von Anfang bis Ende darstellt. Und der erste Gedanke, der mir kam, war, fucking, das ist Yggdrasil, der Weltenbaum. Nordische Mythologie will ich jetzt hier nicht unbedingt krass auseinandernehmen. Yggdrasil ist ein Baum, der verbindet alle neuen Welten und jeder Ast und bla und hin und her. Und dass Loki dieses Zentrum von diesem Baum jetzt ist, der nicht direkt Yggdrasil ist, sondern halt der Zeitbaum, nenne ich jetzt einfach mal, ist einfach so geil, weil wir haben seine nordische Mythologie ein bisschen mit da drin. Das, was er am wenigsten will, bringt er aber dieses Opfer, um das zu schaffen, was er will. Seine Familie, seine Menschen, die er liebt, retten. Und das ist einfach unfassbar episch. Mit dem Soundtrack zusammen ist sowieso, oh mein Gott, einfach nur krass. Diese Szene zu sehen war sowohl in meinem Körper, kam das Gefühl hoch zu heulen, aber auch gleichzeitig war es wie so ein Stolzempfinden, dass Lokis Charakter sich wirklich so gut entwickelt hat. Und ich muss sagen, meiner Meinung nach ist das der beste, entwickelste und zu Ende erzählteste Charakter, den Marvel hat. Zumindest im MCU. Es war einfach episch. Auf das Ende, dann mit Sylvie, Morbius und die Theorie, dass Morbius Odin ist und so, das lasse ich alles mal außen vor. Für mich war die Serie perfekt abgeschlossen, wo Loki natürlich dann am Ende da sitzt und mehr oder weniger die Zeiten bewacht und alles, wahrscheinlich auch alles Mögliche sieht in diesen Zeiten und sieht Mobius, Sylvie und alle sind eigentlich relativ happy und er, Kamera zoomt auf ihn ran und sein Gesicht ist sowohl Trauer, Freude, Stolz und irgendwie auch, es sind alle Emotionen in seinem Gesicht. Aber am Ende ist er glücklich, dass er seine Freunde retten konnte, die Leute retten konnte, die er liebt und das war unfassbar episch. Er hat das größte Opfer gebracht, was es im MCU wohl geben wird. Scheiß mal auf Tony Starks Snap und auch scheiß mal auf Nataschas Selbstmord, Opferung, was weiß ich. Loki hat das Ganze tatsächlich in meinen Augen weit überholt. Jetzt stellt sich halt nur die Frage, wie geht's weiter mit Loki? Meine Theorie ist, okay, Loki, der Gott des Schabernacks, der Gott der Illusion, der Gott der Täuschung, kann ja seine Projektion so mal relativ gut machen. Und da er mit jeden Zeitsträngen verbunden ist, könnte man denken, er schafft es vielleicht in diesen Zeitfäden eine Projektion von sich reinzumachen. Bedeutet,
Es ist theoretisch möglich, ihn in anderen MCU-Filmen zu sehen. Aber, und jetzt kommt der große Plot-Twist, ich hoffe, es wird nicht passieren. Ich hoffe, das ist wirklich das letzte Mal, dass wir Loki sehen. Fände es super schade. Ich fände es wirklich schade, keinen Loki mehr zu sehen. Aber es würde anders in meinen Augen keinen Sinn machen, wenn Loki auf einmal doch da wegkommen würde und wieder in der normalen Welt rumlaufen könnte. Wäre halt dieses ganze Opfer, was gebracht wurde, leider für ein Ass. Finde ich. Natürlich wird für den großen Kampf gegen Kang oder eventuell auch Dr. Doom, da sind einige Gerüchte, egal, komme ich mal in einem anderen Video drauf zu, diese ganzen Gerüchte von wegen kein Kang mehr, nur noch Dr. Doom als böse, weil X-Men und Marvel und Miss Marvel und The Marvels und kommt ein extra Video zu. Aber dieses ganze Ding, dass dieser große Kampf gegen Kang, weil ja jetzt wieder alle Zeitstränge möglich sind und dementsprechend sich auch alle Kangs jetzt versammeln können oder sich wahrscheinlich versammelt haben in der Post-Credit-Scene von Ant-Man und Wasp, war es das? Ja, ich glaube, das war's. Und das wird ja irgendwann zu einem großen Kampf hinauslaufen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt auf dieser Liste und das ist eine Theorie, die ich jetzt hier anschneiden werde, wo ich aber definitiv ein extra ausführliches Video zu machen werde. Und zwar habe ich ja gerade eben gesagt, Loki ist ja nun der Gott der Zeit. Und das Erste, was ich gedacht habe, wo ich diese Szene gesehen habe, deswegen ist der Time Stone grün. Das hat sich mir direkt eingebrannt und vor allem, es macht auch Sinn. Manche Leute werden jetzt vielleicht sagen, aber der Zeitstein war doch schon vorher da und der ist ja erstellt worden von irgendwelchen Sachen, Universum, Explosion. Ja, aber Loki befindet sich ja quasi außerhalb der Zeit. In jeder Zeit. Bedeutet, Loki ist am Anfang aller Zeit und auch am Ende aller Zeiten. Und dementsprechend macht es so ultimativ Sinn, dass der Zeitstein grün ist wegen Loki. Er ist die neue Reinkarnation, vielleicht des Zeitsteins. Und darum geht es auch in dieser Theorie, denn wir haben mittlerweile schon zwei Leute, die quasi Reinkarnationen oder Vertreter irgendwelcher Infinity-Steine sein könnten. Zum einen hätten wir da Loki, der jetzt Wächter der Zeit ist, grün, der Zeitstein, und wir hätten Wanda Maximoff, aka Scarlet Witch, die die Realität verändern kann, aka der Realitätsstein. Und da die offiziellen Infinity-Steine ja nun mal zerstört wurden von Thanos, gibt diese Theorie wirklich einen hundertprozentigen Sinn ab. Ich werde aber da spezieller drauf eingehen, weil das wird den Rahmen dieses Videos sprengen und hier soll es ja auch hauptsächlich um Loki gehen. Deswegen bleibt gespannt, wenn euch das interessiert, diese Theorie, wer welcher Infinity-Stein sein könnte, wird oder ist, dann bleibt auf jeden Fall hier auf dem Kanal irgendwann die Tage, oder was heißt die Tage, irgendwann in den nächsten 2 bis 3 Wochen wird dieses Video sehr wahrscheinlich kommen. So, aber nun abschließend zu Loki Staffel 2, vor allem das Finale mit einbezogen. Ich muss sagen, das ist für mich eine 9 von 10. Eine 10 von 10 wäre es gewesen, wenn ein bisschen mehr Sylvie-Loki-Chemie da gewesen wäre, die mir ein bisschen gefehlt hat. Und es auch viele Sachen gab, die einfach, naja, unnötig, finde ich, waren. Man hätte dafür andere Sachen mehr beleuchten können. Aber gut, man ist nicht immer perfekt, um zufriedenzustellen. Das ist klar. Nichtsdestotrotz, 9 von 10 auf jeden Fall. Und ich war einfach mit dem Finale überfordert, super befriedigt. Ich habe es mir 2-mal angeguckt, weil ich es einfach krass fand. Und ja, das ist mein Video dazu. Also, ihr könnt an der Stelle wirklich gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Finale gesehen habt oder überhaupt die Serie, schreibt mir bitte mal eure Meinung dazu. Ich würde mich ultra freuen, weil ich glaube vor allem der Punkt mit, yo, Loki soll nicht mehr zurückkommen und okay, hier und da, dieses so sagen, hätten sie anders machen können. Bin ich gespannt, ob das einige von euch ähnlich sehen. Deswegen, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben und sonst kann ich nur noch sagen, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr zum Beispiel das Infinity-Stein-Theorie-Video nicht verpassen wollt. Aber auch sonst gerne mal checkt den Kanal aus. Hier gibt es Videos zu Filmen und Serien in allen möglichen Themenbereichen, die mich gerade so interessieren. Und wenn ihr in sowas auch Interesse habt, wie gesagt, dann bleibt gerne hier, schaut euch ein bisschen um und lasst gerne auch ein Abo da. Jetzt würde ich das Video an der Stelle aber beenden, damit es nicht noch länger wird, als es schon ist. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.